Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Spiel Star Wars Outlaws. Mein Name ist Michael und ich spiele für euch das neue Game natürlich. Und ich freue mich schon. Und eine lange Reise beginnt mit Kay West, heißt sie. Und ich freue mich, wie gesagt, und hoffe, ihr werdet Spaß an diesen Videos haben. Und ja, kommentiert fleißig, Leute. Lasst einen Daumen hoch da. Ich bin echt gehypt und ja, supportet mich, teilt meine Videos und lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich echt mega freuen. Und ja, ich habe gestern schon mal ein bisschen angetestet. Hab aber nicht viel gespielt. Ich habe einfach mal ein bisschen geschaut, wie es so aus, ja, wie das Spiel so ist. Und ja, ich finde es echt toll und ich werde jetzt für euch ein neues Spiel starten und dann legen wir los. Und ich wünsche euch allen viel Spaß und auf das Spiel und ich freue mich. Neues Spiel. So. Und los geht's. Am Anfang ist sehr viel Quatsche und ja. Aber es macht echt viel Spaß. Aber schaut selbst, Leute. Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Sliro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzrouten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Ja. Der hat aber Kohldampf gehabt. Da ist Kay West. Und ihr. Ja, Begleiter. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Klappt schon, hm? Sehr viel Prolog und ja, Gerede und war es ja normal am Anfang des Spiels. Beim Spiel. Dank Farek. Wo ist es? Schon gut, schon gut. Jetzt gibt's so süß. Futter.
Jetzt gibt es erstmal Futter. So, ich guck mal eben schnell was. Genau, alles klar, okay, ist alles so, wie ich das schon eingestellt habe gestern. Oh, wir brauchen richtiges Essen. Jo. Ich hoffe, das gefällt euch, Leute. Oder spannend für euch. Mir hat es gestern, also heute Nacht, Spaß gemacht, das schon mal anzutesten, das Spiel. War echt cool. Coruscant holt sich den Pokal. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne die nicht, gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein. Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinge. Guck mal auf ihre Augen, wie sie sich bewegen. Gut, ein bisschen buggy, soll, ne? Muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib da, guck mal. Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Ja, das Spiel ist halt neu, ne? Kleinen, einfachen Auftrag. Bleibt dir nicht aus, oder dass es ein bisschen buggy einfach ist. Einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das. Ist mir heute Abend, also gestern Abend nicht aufgefallen. Schon gut. Dass sich das so bewegt. Mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Ja, hier kann man Pferde wetten und sowas. Nicht Pferde wetten, aber es ist halt auch sowas wie Pferde wetten. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich bin auch gestern mal an einer Stelle nicht weitergekommen. Vielleicht bin ich auch zu müde gewesen, um das zu finden. Ich weiß es nicht. Ach, mit einem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. Komm, nix. Wir gehen zu Breber. Hier können Sie, Leute. In den Club Tarsus ein und hier kann ich. ID-Karten aus dem Safe. Kann ich das, kommen wir damit auf ein Shuttle zu den das Tier bewegen, also das Tier Befehle geben. Ich will eben zeigen, was ich meine. Okay. Auf dich ist Verlass, nix. Ja, habe ich ihn das Geld gemobst? Hey, schleich mal rüber und hol das. Bitte? Zack. Er ist hier durchgelaufen. Ja. Ja, wollte ich euch nochmal zeigen. Das ist hart. Ich bin von Corellia hierher gekommen. Das waren die Sieger letztes Jahr, aber jetzt muss ich Kanton weiter feuern. Ganz ruhig. Warte einfach auf mich. Klar doch, der braucht schon Kredit. Max, schnapp dir das. Okay. Ich muss dir was geben. Weiter so. Was ist das? Die Rechnung für die drei Milo-Runen, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, wie nix das war.
Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Hier ist ja nix. Du solltest bald bezahlen, sonst komm ich ihn mir holen. Oh. Das ist aber nicht nett. Mal lieber. Überlicht Kram herum. Einsammeln, mitnehmen. Aha. Okay. Siehst du, das sind die Gegenstände, die ich eingesammelt habe. Hey, Nefis, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Mhm. Der Droide bleibt öfter stecken und nee, kein Bock. Jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Ja, die hast du immer, Kay. Ja, ja. Oh, hier ist ein Händler. Alle Händler beim Kanto Cup. Kann man, was brauchen Sie? Kann man die Sachen verkaufen, die du gefunden hast? Hat, steht auch, dieser Gegenstand hat keinen Nutzen und kann bedenkenlos verkauft werden. Okay. Machen wir das so. Habe ich alles verkauft. Einen schönen Tag noch. Ja, macht der denn da? So. Weiter geht's. Kaum zu glauben, was die Leute so wegwerfen. Ich habe gerade in der Gasse hinter dem Club zwei völlig intakte Konverter gefunden. Ne? Hier muss ich hin. Ah, warte mal. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Gut gemacht, Kleiner. Die sechste Sippe war so gütig, euch Arbeit zu geben. Ihr Glückspilze seid für die Credits. Heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Ich bin nicht, ob die Kay West oder Kay West heißt. Was? Lass mich auch nicht rein. Ja, mit den Teilen habe ich gestern auch Probleme gehabt, gestern Abend, sage ich jetzt mal, ne? Zeige ich euch gleich. Ich wusste erst nicht. Ah. Ohne einen Datenstift breche ich nirgendwo ein. Ach so, ich würde erstmal den Datenstift reparieren lassen. Ich Idiot. Da muss ich dahin. Die
Die nächste Lieferung kommt bald. Dann kriegst du deinen Anruf. Aber diesmal keine ID-Karte. Das letzte Mal haben wir ein paar Nasha-Dokumente gefunden. Ich muss deine Akte abgeben. Halte dich einfach an die Abmachung. Keine. Das Breban. Ja. Da muss ich hin. Reban. No pata ke. Chichi no gabetisa tukamna. Una six kin pint ut chituana uba japago ya massiv no lia klub tasis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Oh, die Augen flackern nicht mehr von ihr. Susa uba ropada tis. So ein bitch crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sat die Uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Aku, an Uba Tinka Sakutu Utwata? Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Preban, hilf mir ein letztes Mal. Dann bist du mich für immer los. Aha. Eniki, kuduba no majeche kopa. Basabata jope uba vepta jakrita. Holen wir uns ein paar Kredits. Ach, so, hä? Ach, vor 150. Nix, da drüben. Also los, auf zu Breban. Ah, ich hab die jetzt. Hey, willst du gekrault werden, Nix? Nix, wo bist du? Das ist süß, ne? Ja. Ich hab die Credits. Hey, Preban, ich hab die Credits. Wata. Jobakawa biasa jebe chutpase bata. Alles klar. Holen wir die ID-Karte aus dem Club Tarsus. Das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Da seht ihr, Leute. Ha! Funktioniert prima. Ist gar nicht so einfach. Das zu knacken. Finde ich jedenfalls, ja. So. Jetzt aber. In die Tasche, Nix. Klau die so da. Gut gemacht, Nix. Diese langen Schichten machen mich fertig. Ja, jetzt können wir hier rein. Ah, hier scheinen wir durchzupassen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Ja, ich habe gestern Abend ein bisschen länger gebraucht, Leute. Festhalten, Nix. Es geht aufwärts. Ah.
Das erinnert mich so ein bisschen an Tomb Raider. Das ist Kletter. Mach schon nix, wie ich es dir beigebracht habe. Drück mal auf den Knopf, da nix. No. Was soll denn Toiletten? Da wären wir. Steht die gefälschte ID-Karte. Delphes ist heute im Casino. Eines ihrer Fatiere tritt beim Rennen an. Warst du im Casino? Nein. Und du? Nein. Es soll richtig schön sein. Verhalte dich unauffällig. Wir kommen jeden Tag hierher. No. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Okay. Ah. Credits. So, so. Schlüsselkarte für das Lager. Ja, nach Prevans Plänen führen die Luftschächte von hier aus zum Büro. Ja. Oh. Ja. Die nächste Lieferung kommt bei Sonnenaufgang. Lass sie in der Wüste landen und hierher marschieren. Kein Waffen. Die Auktion beginnt, sobald sie hier sind. Können wir ihn bestehlen hier? Was darf's denn sein? Zutritt zum Büro der Chefin? Ich schulde Wem Geld und will sicher gehen, dass sie es auch kriegt. Keine Chance. Vrell hat heute Abend Dienst. Und an dem kommt keiner vorbei. Ah, ein echter Slemo, was? Hm. Ja, er interessiert sich nur für zwei Dinge. Schnelles Geld und schnelle Gleiter. Hat sich gerade erst einen brandneuen T85 geleistet. Ah, lass mich raten. Er redet pausenlos davon. Liebt ihn mehr als seine Mutter. Hm. Also, willst du was trinken? Nein. Nee, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Danke. Hey, also, ich bin Kay und du musst mich durchlassen. Nicht auf der Liste. Türsteher. Mein Freund Prebern hat mich auf die Liste gesetzt. Prebern hat nicht genug gezahlt. Hm. Hey, kennst du jemanden, der einen T85 hat? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade ihn zu klauen. Was? Weg da! Niemand klaut meinen Jungen.
Den habe ich gerade erst aufgematzt. Ja, dann geh mal schnell gucken, Junge. Hat geklappt. Ja. Mal schlafen gelegt. Gut, knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Ja, machen wir das. Das wieder. Mit dem Rhythmus gehen oder so. Ist das irgendwie. Oh. Ach, komm, Preban. In deinen Plänen waren keine Druckplatten. Es ist K-Bass. Dank Farik. Das ist gar nicht gut. Was im Namen? So leicht erledigst du mich nicht. Sie lassen einfach nicht nach. So. Mit das voll. Na gut, alles gut. Nichts wie weg hier. Nichts wie weg hier. So war das nicht geplant. Nö. Was habe ich nur getan? So, so. Jetzt gerade ein Dings gemacht. Flying Punch oder was? Das ist ja krass. Okay, Max. Versuchen wir sie zu betäuben. Versuchen wir sie zu betäuben. Jetzt ist nicht die Zeit zum Essen, Kumpel. Los, Nix. Du weißt, was du tun musst. Oh. Nix, wie wir es geübt haben. Nice. Nix, du, was sollen wir tun, Nix? Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Knockout. War das die letzte? Ich denk schon, oder? Hm.
So. Los, zurück zur Kantina. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Ah. Okay. Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Wir halten aber die Füße still. Hier genau. Auf dem Dachboden. Ja. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Na. Ab auf mein Zimmer. Na klar. Er wartet hier. Ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir es hinter uns! Du sagst nichts. Und tust nichts. Hm. Nein, 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 nein! Komm schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Das sind hübsch wie immer, die Dinger. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit dir. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, ich glaube, sie ist hier draußen. Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen. Was für Penner. Nee, nee, nee. Bram. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Ja, zwischendurch so leckt das ein bisschen, ne? Das hat die Grafikbugs. Doch, was auch passiert. Bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. So, so. Triff dich mit der Crew. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Stimmt es? Sie hat euch erwischt. Sag mir einfach, wo sie ist. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe gehört, sie wohnt irgendwo über der Kantine. Wenn du sie siehst, kommst du sofort zu uns. Au! Ach, scheiße. Ach.
Ich ergebe. Erwischt. Shit. So. Lass dich nicht erwischen. Ja. Hier runter? Glaub schon. Preban! Wir wissen, dass du Kay geholfen hast. Wach auf! Sie sind Preban auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Na gut. Laut Brands Datenblock heißt die Kontaktperson Damien. Und Damien müsste da drüben sein. Aha. Los geht's. Da ist Damien. Wo bist du her? Wir reden wohl nicht gerne. Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ist eine spannende Stadt. Nur von Weitem. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Zerek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihm. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Aha. Der Passwortknacker. Ich hoffe, Credits du und dein kleiner Freund seid so gut wie Bram sagt. Geil. Wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Genießt die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Ja. Oh, hoffentlich geht es Bram gut. Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt? Ah, da kann ich nicht rüberschwingen. Halt dich fest, Nix. Wir müssen klettern. Damien, ich sehe da vorne einen Turm. Könnte mein Zugang sein. Du bist die Diebin. Wir sind in Position und warten. Okay. Nicht runtersehen, Nix. Mir geht's gut.
Danyan, ich sehe das Anwesen. Wie reich ist dieser Sliro doch gleich? Er gehört klar zu den reichsten 5 im Outer Rim. Sliro hat Zerek Besh von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Es ist sein persönliches Verbrechersyndikat. Aber das ist auch schon alles, was über ihn bekannt ist. Du hast einen guten Riecher für Ziele. Wenn du reich werden willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist. Ja, das ist richtig. Also. Ganz anders aus, oder nix? Kaum zu glauben, dass wir diesen Ort endlich verlassen. Es ist... keine Ahnung. Gut, wir wollten die Chance auf einen großen Wurf. Das ist sie. Oh, okay, Danyan. Ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. Geh rein. Ah ja. Okay, mal schön ablenken. Ist jemand in der Nähe? Alles klar, pass gut auf. Man darf uns nicht sehen. Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Nur für den Fall. Puh, so was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was? Ja, dann lauf doch mal weiter, wollte ich gerade sagen, aber. Ist hier jemand? So.
Ich bin drin. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Inventar ist voll. Supi. Okay, Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Ja. Nix. Such den Generator. Aha, okay. Credits. Das war's. Blasterspuren. Was ist hier passiert? Wir müssen sie umgehen, Nix. Ach, da ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Natürlich. Ich dachte, hier ist alles abgesichert. Ist es auch. Wer immer das ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. Wie sieht das denn aus? Okay. Los, Nix. Du weißt, was du tun ist. Bewegt sich nicht. Sie uns nix. Einer gegen einen. Legen wir los. Zeit euch zu beweisen. Wenn's sein muss. Hör nicht auf. Passt auf. Angriff. Hey. Sag auf Wiedersehen. Wir müssen los. Lauf, bevor es zu spät ist. Oh, bitte! Hier erteilen wir eine Lektion. Okay, ziehen wir schon aus. Wow! Sabotieren im Mist. Das sind die Dinger, die hier rumliegen, okay. Wir sind jetzt hier lang. Ach, hier will ich jetzt. Lol. Hol das Back da, Nix. Ah, schon voll. Kredits sind doch viel besser als der Müll, der herumliegt. Ach ja.
Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. Credits waren hier versteckt. Kann man immer gebrauchen, ne? Sonst ist hier nichts mehr. Okay. Los, der Tresorraum wartet. Leute, wir müssen gleich Schluss machen. Daniel, ich bin wir im müssen Tobolis. Gleich Schluss machen. Wir haben schon 51 Minuten auf dem Video. Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Besh. Die sehen uns nix. Da ist er. Der Tresorraum. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Würde ich jetzt mal ganz schnell behaupten, weil es ist schon... Es ist, wie es ist. Aber die erste Folge ist leider heute vorbei. Aber ich werde im Anschluss noch eine zweite Folge machen. Und, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, kommentiert fleißig, lasst einen Daumen hoch da, Leute. Ganz wichtig, Daumen hoch machen. Und wie gesagt, supportet mich. Und wenn ihr wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo. Das würde mich echt mega freuen. Und ich hoffe, ihr freut euch auf weitere neue Folgen von dem Spiel. Ich werde das Spiel auf jeden Fall durchspielen. Und ja, aber folgt mir einfach und lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.